Cocktail ist eigentlich nur ein Getränk, das in dieses Martini-Glas, in dieses V-Glas hineinpasst. Das ist ein Cocktail, alles andere sind eigentlich Mischgetränke und das hat sich dann daraus weiterentwickelt, bis natürlich jetzt zu der perfekten Vollendung mit Samovar-Tee. Schon farblich sieht man schon, dass man einen Saft hervorragend durch verschiedene Tees ersetzen kann. Man kriegt einfach hervorragende Geschmäcker hin, besonders mit den Samovar-Tees, die natürlich auch viele Mischtees sind, dass man da dann auch wieder Einflüsse von der Melone hat, ein bisschen was von Minze, ein bisschen was von Basilikum. Das ist so dankbar für Cocktails. Die sind alle sehr frisch, sehr sommerlich und das ist eine Kombination, die einfach sehr gut in die heutige Zeit passt. Geschäkte Cocktails. Viele Leute sagen, da muss man sich wieder so viele Sachen kaufen, das ist gar nicht nötig. Die meisten Leute kennen hier dieses Boston-Glas samt dem Boston-Shaker-Becher, was man dann hier umständlich drauf machen muss und man kriegt es nicht richtig auf. Mit dem Samovar-Cocktailglas geht diese ganze Sache einfach viel schneller. Man gibt einfach Eiswürfel in dieses Glas gleich hinein, ungefähr halb voll, und gibt dann jetzt die ganzen Zutaten, die man für diesen Cocktail braucht, mit hinein. In unserem Falle wären es jetzt gute 4 Zentiliter Erdbeerlimes von Zugzu. Das ist der einzige Alkoholgeber in diesem Cocktail. Stellen wir gleich wieder zurück. Und dazu kommt dann noch Karamellsirup. Ungefähr 1,5 bis 2 Zentiliter. Und etwas Saft, Cranberry Nektar in dem Falle. Und Tee. Natürlich wieder der White Night Tee. Ungefähr 1 cm unterm Rand, weil es gibt gleich ganz viel Schaum. Der Becher wird einfach draufgestülpt, einmal draufgeklopft, nicht zu stark. Und dann kann man das Ganze wie gewohnt shaken. Und zwar kräftig. So, kleiner Trick. Einmal gegenhauen, Vakuum ist gelöst. Jetzt kann man das ganze Eis, was hier mit drin ist, und die ganze Flüssigkeit einfach zurück in das Glas kippen. Man sieht, es schäumt, es ist lecker, es sieht frisch aus. Man braucht nur ein Arbeitsgerät, denn Gläser haben sie natürlich sowieso. Dazu kommt ein Trinkhalm. Man könnte es jetzt noch etwas dekorieren mit einer Erdbeere, etwas Minze, wie man möchte. Das Gute an den Samovar-Tees, die wir jetzt entwickeln, ist, die meisten davon kann man auch einfach, wenn man den Alkohol weglässt, alkoholfrei herstellen. Das heißt, wenn ich jetzt immer Rum hatte, tue ich einfach noch einen kleinen Schuss Karamellsirup hinzu und habe den gleichen Cocktail mit dem gleichen Geschmack. Und dann würde ich sagen, zum Wohle.